Alle Jahre wieder öffnet der höchstgelegene Christkindlmarkt im Land Salzburg seine Pforten. Auf 1740 Meter am Oberdauern können Sie besinnliche Momente in einer natürlich verschneiten Märchenwelt erleben. Wir haben sehr lange uns bemüht, dass wir das auf die Beine stellen können. Das ist natürlich ein gewisser Aufwand, auch finanzieller Natur. Man muss mal die ganzen Hütten alle entsprechend produzieren. Man will ja ein einheitliches und sauberes Erscheinungsbild auch haben. Und dann weiß jeder, der sozusagen auch einen Eventmarkt betreibt oder sich einmal umschaut, wie schwierig es oft auch ist, Standbetreiber natürlich zu finden. Man muss erst Leute suchen, die sich wirklich bereit erklären, hier diese Tage auch dann hier da zu sein und ihre Waren zum Verkauf anzubieten. Das Ganze in der Kälte, aber ich glaube, wir haben gut vorgesorgt für die ganzen Standbetreiber. Die müssen nicht frieren, in den Hütten ist es halbwegs warm, heraus haben wir schöne Öfen und damit wir da auch wirklich auch für die Gäste sozusagen die angenehmeren Temperaturen bereitstellen können und einen guten Glühwein gibt es wie gesagt auch. Liebevoll dekorierte Adventmarkthütten laden zum Verweilen, Staunen und Probieren ein. Und das sind zum Beispiel Sachen, da bin ich relativ stolz drauf, weil das sind Zirben um die 1000 Jahre alt, also uralte Zirben. Da geht es nicht um das Kunstwerk, sondern dass man das Holz, die Energie von dem Holz ein bisschen spüren kann. Ja, ich finde das für Oberdauern als den Tourismusort ganz wichtig, dass er einfach auch in die Richtung, was passiert wird, oder Adventmarkt. Man merkt es auch, dass der sehr angenommen, also gern angenommen wird, auch für die ganzen Einheimischen und so. Und das ist irgendwie so ein kleiner Treffpunkt geworden. Aber jetzt sage ich mal, ein gemütlicher Treffpunkt, gell, wo man einfach gemütlich beieinander sitzt oder beieinander steht, dann Glühwein trinkt, ein Raclette-Brot isst und einfach einmal diese ruhigere Zeit auch genießen kann in einem Ort, wo es eigentlich schon relativ zugeht, auch wo man trotzdem auch so eine kleine Möglichkeit hat, auch in sich zu gehen und einfach gemütliche Stunden zu verbringen. Wie gefällt den Besuchern der Dauernadvent mitten im Ortskern? Ja, wunderbar, nicht? So richtig weihnachtlich ist das eigentlich schon. Nicht? Also bei uns in Güssing, im südlichen Burgenland, ist das Flair nicht so, nicht? Weil wir den Schnee nicht haben. Nicht? Dafür, nicht? Man hat rundherum ein bisschen Remi-Demi und am Adventmarkt ein bisschen die Stille, die Ruhe, das Ambiente. Passt so. Es ist ohne den Kommerz und das ist das Schöne, oder? Das ist einfach kuschelig, fein, oder? Und wenn ich denke, was ich sonst so erlebt habe, Christkindlmarkt, es ist alles so eng, man wird geschoben, man wird bewegt, oder? Das macht mehr Spaß. Und da hat man einfach wirklich Winter und wenn man sich umschaut, das ist ja fast romantisch eigentlich und insofern freuen wir uns sehr, dass wir den gestern eröffnen haben dürfen und jetzt eben bis Weihnachten jeweils von Freitag bis Sonntag den Dauernadvent hier betreiben auf der Passhöhe. Ob traditionelle Handwerkskunst, regionale Köstlichkeiten oder heimische Musikgruppen mit weihnachtlichen Klängen, es erinnert ein bisschen an früher, an eine friedliche und ruhige Adventzeit.